Hi, in diesem Video geht es um einen LED-Controller, der ist Zigbee-kompatibel und für RGBW-LED-Streifen. Was daran so besonders ist und wie man ihn einrichtet, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich habe hier einmal das Ganze schon mal aufbereitet und wir finden hier einmal den RGBW-Controller und einen 5-in-1-Streifen. Da nutzen wir dann natürlich nur das eine von den beiden Weißmöglichkeiten und das passende Netzteil. Das Besondere an diesem Steuerungsgerät ist, dass es Zigbee Lightlink kompatibel ist und das macht das Ganze kompatibel mit der Philips Hue. Das ist eigentlich das Interessanteste an dem ganzen Ding und deswegen lernen wir das Ganze jetzt auch an die Philips Hue Bridge an. Dafür wechseln wir jetzt mal kurz in die mobile Ansicht und öffnen als allererstes die Philips Hue App. So, dann befinden wir uns im Grundmenü unter dem Punkt Zuhause, wechseln auf Einstellungen und dann auf Lampeneinstellungen. Leuchte hinzufügen und Suche. Und jetzt braucht der Controller natürlich Strom. Das machen wir an der Stelle. Zack, die Philips Hue leuchtet und findet, und das ist das Besondere an der Stelle, zwei Controller. Das liegt daran, dass wir nicht wissen, ist es ein warmweißer Streifen oder ist es ein kaltweißer Streifen. Und deswegen trennen wir das an dieser Stelle einmal in das bunte und einmal in einfach ein dimmbares Steuerungsgerät. Das heißt also, wir ticken die beiden hier einmal an und wechseln dann wieder zurück auf Einstellungen, in die Zimmereinstellungen und haben hier nur ein Zimmer zur Verfügung, nämlich das Wohnzimmer. Das macht das Ganze relativ easy. Und jetzt haben wir hier unten beide Controller aufgelistet und beide gehören eben zu diesem Steuerungsgerät. Deswegen klicken wir eben auch beide an und drücken auf Sichern, damit beide übernommen werden in das Wohnzimmer. So, wir sind also jetzt im Wohnzimmer drin und sehen beide Controller-Einstellungen, einmal Extended Color Light 1 und Dimmable Light. Beide sind jetzt angeschaltet. Wir machen jetzt erstmal beide aus, so dass der LED-Streifen noch ausgeht und kümmern uns jetzt erstmal um den ersten Part, nämlich das Extended Color Light 1. Machen erstmal an und haben dann hier gerade so ein bläuliches Lila und das erste, was wir uns angucken, ist das Runterdimmen. Wir dimmen hier einmal runter und wieder hoch. So, dann können wir natürlich in die Farben hineingehen und können die Farbe ändern. Ich laufe hier einmal den Farbkreis so lang, damit man das alles einmal so kurz sieht. Und dann können wir auch warmweiß und kaltweiß einstellen. Die Farben werden hier in dem Fall aber nicht über die einzelnen warmweiß und kaltweiß Bereiche der LED angesteuert, sondern über die RGB-Farben zusammengemischt. Das sollte man aus technischer Sicht einfach da nochmal kurz berücksichtigen. Genau, wir gehen jetzt hier einfach mal wieder in den Neutralweiß-Bereich rein. Und gehen dann hier erstmal kurz wieder zurück, gehen in die Hauptansicht, wo wir dann Extended Light ausmachen und Dimmable Light auch. Das heißt also, es ist aus und gucken uns jetzt mal den Dimmable Light Bereich an, schalten also wieder an. Und da geht es eben jetzt nur noch um das Dimmen an sich. Wir können also hochdimmen und runterdimmen. Da ist jetzt eben nicht mehr wirklich was mit Kaltweiß, Warmweiß oder irgendwelchen Farben, sondern es geht wirklich nur darum, an- und auszuschalten und das Ganze dimmbar zu machen. Ab und zu kann es vorkommen, dass der LED-Controller in der App nicht gefunden werden kann. Dafür gibt es aber einen kleinen Kniff. Wir setzen den Controller einfach wieder auf Werkseinstellung zurück. Und das machen wir jetzt. Dafür ist es wichtig, dass der Controller einmal Saft hat und ein Leuchtmittel quasi dir auch zeigt, okay, es leuchtet. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen hier rein und machen fünfmal folgendes Prozedere. Wir stecken den Stecker rein und wieder raus, warten immer ganz kurz, dass es leuchtet. Nummer 2, Nummer 3, 4 und Nummer 5. Hoppala. So, und jetzt durch das Blinken wird angezeigt, okay, Controller ist zurück auf Werkseinstellung zurückgesetzt und jetzt wird der Controller mit Sicherheit auch in der App angezeigt. Wenn dir das Video zu dem RGBW-Controller gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like von dir freuen. Unter dem Video kannst du natürlich auch sehr gerne Anregungen und Kommentare posten, wenn du irgendwelche Fragen hast. Da findest du auch die Produktlinks, wo du direkt drauf gehen kannst, wenn du magst. Ansonsten sehr gerne den Kanal natürlich abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!